Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Aktien versus Krypto und vor allem um die Frage, lohnt es sich überhaupt noch in Aktien zu investieren oder ist das im Vergleich zu Krypto sogar nur noch das neue Bausparen? Und wie immer gilt, das sind natürlich nur meine Meinungen und Einschätzungen und kein Investment-Advice. Wie ihr ja alle wisst, bin ich seit vielen Jahren begeisterter Tech-Investor und habe eigentlich in die meisten Tech-Unternehmen investiert, wie Apple, Google, Facebook, aber auch so Sachen wie Zoom, Shopify oder Peloton. Und mit diesen meisten Aktien ist man in den vergangenen Jahren ja extrem gut gefahren. Aber gerade in den letzten ein, zwei Jahren ist das Thema Krypto natürlich extrem interessant geworden, vor allem auch das Thema NFT. Und deshalb glaube ich, ist ein ganz guter Anlass, um mal zu gucken, wie sich diese Assets in den letzten 12 Monaten entwickelt haben, weil dieser Zeitraum ja doch relativ repräsentativ ist. Bei den meisten großen Tech-Aktien war das größte Wachstum eigentlich in den 6 Monaten nach Corona-Start, also quasi März 2020 bis September 2020. Und so in den letzten 12 Monaten haben die meisten dieser Titel eben nicht mehr so gut performt. Fangen wir mit Apple an. Apple hat ja ein Rekordergebnis nach dem anderen hingelegt und die Aktie ist in den letzten 12 Monaten 15% im Plus. Ich würde sagen, das ist schon ganz okay, aber jetzt natürlich nicht gigantisch. Apple ist natürlich nach wie vor ein extrem gutes Business, aber ich glaube, der nächste große Sprung wird erst dann kommen, wenn sie in einen ganz neuen Bereich einsteigen, wie zum Beispiel Augmented Reality oder vielleicht sogar irgendwann doch das Auto. Aber Apple-Aktionäre müssen sich in den letzten Jahren echt nicht beklagen. Die Aktie war ja einfach extrem stark, nur in den letzten 12 Monaten eben nicht besonders dynamisch. Amazon ist aus meiner Sicht eine sehr negative Überraschung. Man sollte ja meinen, dass bei Amazon alles gut läuft. E-Commerce boomt, die ganze Welt bestellt eben online und dazu noch die hochprofitablen Geschäftsbereiche von Amazon Web Services und natürlich auch das ganze Thema Amazon Advertising, was ja nicht nur stark wächst, sondern auch hochprofitabel ist. Aber die Aktie 6% im Minus in den letzten 12 Monaten. Auch da war das größte Corona-Wachstum in Q2, Q3 des letzten Jahres. Aber in den letzten 12 Monaten, ehrlich gesagt, eine der schlechtesten Aktien in meinem Portfolio. Ehrlich gesagt fehlt mir im Augenblick auch noch etwas die Fantasie, wo Amazon sich eben hinentwickeln soll in Zukunft. Klar, Cloud und Advertising werden stark bleiben. Aber im Kerngeschäft E-Commerce sieht es jetzt nicht so toll aufgestellt. Da dürfte es aus meiner Sicht so einen starken Player wie Zalando gar nicht geben. Auch das ganze Thema Social Commerce werden sie aus meiner Sicht komplett verschlafen. Da werden einfach TikTok und Instagram viel stärker sein. Und auch im Bereich Grocery, Supermarkt Delivery, da sind einfach Player wie Gorillas viel agiler. Und bei Amazon gibt es im Bereich Supermarkt und Food Delivery fast gar keine Innovation. Facebook ist auch 18% im Plus, sind natürlich im Werbebusiness nach wie vor super aufgestellt. Aber wir wissen ja, Innovation, die gibt es eben nur bei TikTok. Facebook macht alles mehr schlecht als recht eben nach. Und hat natürlich auch noch ganz viele andere Issues, über die wir ja letztens schon gesprochen haben. Also Facebook aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt die Aktie der Zukunft, es sei denn, sie können sich im Metaverse-Kontext nochmal neu erfinden. Microsoft war definitiv eine der besseren Aktien im letzten Jahr. 33% plus, auf jeden Fall extrem starke Performance. Und auch die wollen ja irgendwann das Microsoft Office Metaverse aufbauen. Hört sich erstmal lustig an, aber tatsächlich verbringen wir ja viel Zeit auf der Arbeit. Und wenn es Microsoft jetzt schafft, im Microsoft Teams-Kontext vielleicht noch spannende digitale Events oder ähnliches zu etablieren, dann könnte sich der Kurs eben auch nochmal positiv entwickeln. Und tatsächlich eine der besten Tech-Aktien des letzten Jahres, zumindest von den großen Tech-Aktien, war Tesla, 80% im Plus. Da hätte man ja auch denken können, dass das wieder nur der Hype war und das Ganze wieder abstirbt. Aber Tesla bewegt sich langsam aber sicher wieder aufs All-Time-High zu. Unter anderem auch, weil sie einige der wenigen Autofirmen sind, die überhaupt liefern können, da die meisten ja ganz stark mit diesen Chip-Engpässen zu kämpfen haben. Und da hat Tesla einfach eine bessere Supply Chain, besser eingekauft, beziehungsweise auch mehr eigene Chips und ist deshalb sehr gut aufgestellt. Und ebenfalls eine sehr gute Performance hingelegt hat Google, denn dort ist die Aktie 80% im Plus. Um es zusammenzufassen, Tesla und Alphabet mit 80% im Plus in den letzten 12 Monaten, Microsoft immerhin noch mit 32%, Facebook und Apple so um die 12-14% und Amazon die große Enttäuschung mit minus 5%. Kommen wir jetzt zum Thema Krypto und da sieht das Ganze natürlich ein bisschen erfreulicher aus. Bitcoin 400% im Plus, ne, also eine Verfünffachung und bald wieder auf dem All-Time-High. Ethereum sogar mit einer Verneunfachung, auch bald wieder auf einem All-Time-High. Und dann haben wir auch andere Coins, wie zum Beispiel Cardano. Da ging es in letzter Zeit ja eher ein bisschen bergab. Trotzdem noch 1800% im Plus. Und der Durchstarter im letzten Jahr war natürlich Solana mit plus 6000%, also Versechzigfachung, muss man sich mal vorstellen. Natürlich kann man sagen, Solana, das ist so ein bisschen aus dem Nichts gekommen, Versechzigfachung, das ist jetzt nicht repräsentativ. Man soll deshalb ja auch nicht sein ganzes Geld reinstecken. Aber wenn man eben früh bei Solana mit dabei gewesen wäre, hätte man natürlich eine fantastische Upside erzielt. Aber sowas wie Bitcoin und Ethereum war ja vor 12 Monaten schon extrem berechenbar. Da waren es ja damals schon All-Time-Highs. Mittlerweile weiß man ja auch, dass
Bitcoin ein recht stabiler Store of Value sein kann, beziehungsweise Ethereum ja viel mehr ist als jetzt irgendwo eine Cryptocurrency, sondern eben wirklich der Baustein fürs dezentrale Internet, fürs Web3 mit Anwendungen wie Decentralized Finance, NFTs und eben auch Crypto-Gaming. Von daher ist es sozusagen verzeihlich, wenn man nicht rechtzeitig in Solana drin war, so wie ich. Ich bin da erst seit ein paar Monaten drin, also habe da den riesen Run nicht mitgenommen. Aber ich glaube, Bitcoin und Ethereum extrem berechenbar. Und wie gesagt, Ethereum letztes Jahr plus 800% und Bitcoin auch plus 400%. Also wer da nicht stark investiert war, der ist ehrlich gesagt selber schuld, weil das Ganze ja schon relativ offensichtlich war. Und ich glaube auch, dass mittlerweile man eigentlich schon ein bisschen mehr in Krypto auch allokieren kann. Früher hat man ja gesagt, investiere nur das in Krypto, was du absolut verlieren kannst, nur 1% oder maximal 5%. Ganz ehrlich, ich finde, es wird auch total viel Sinn machen, deutlich mehr in Krypto zu investieren, vielleicht sogar 20%, 50%. Wie immer, kein Investment-Advice. Aber wenn man sich einfach die Performance von Krypto anschaut, im Vergleich zu Blue-Chip-Tech-Aktien, da hat Krypto einfach signifikant besser performt. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht hier von lustigen Coins wie Dogecoin oder so, sondern eben wirklich von den Krypto-Blue-Chips wie Ethereum oder Bitcoin. Und das nochmal ganz zu schweigen von dem ganzen Thema NFT. Wie gesagt, Ethereum hat sich verneunfacht, Solana versechzigfacht. Aber sowas wie CryptoPunks haben sich einfach in einem Jahr vertausendfacht. Vertausendfacht, Wahnsinn. Warum? Einmal, weil sich der CryptoPunk selbst eben verhundertfacht hat. Also der billigste CryptoPunk vor einem Jahr, ein ETH, heute eben 100 ETH. Und in der Zwischenzeit hat sich eben auch noch der Ethereum-Preis verzehnfacht. Das heißt, wenn man eben in sowas wie Ethereum-NFTs investiert, dann hat man einfach den doppelten Hebel drin. Einmal, weil sich der NFT selbst vervielfachen kann und dann eben auch noch die darunterliegende Kryptowährung, wie zum Beispiel Ethereum, aber ähnlich wäre es auch gewesen, wenn man in Solana-NFTs investiert hätte. Also im Fall von CryptoPunks ein Hebel von 1000. Aber das Ganze kann natürlich auch andersrum funktionieren, dass sozusagen dein NFT ganz stark an Wert verliert und die darunterliegende Kryptowährung eben auch. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendein komisches NFT kaufe wie Crazy Cats, also nicht Cool Cats. Cool Cats performen ja sehr gut. Aber wenn ich jetzt einfach nur irgendwelche Crazy Cats kaufe, die gehen jetzt im Wert um 90% zurück und gleichzeitig halbiert sich eben auch noch der Ethereum-Wert, dann habe ich eben 95% von meinem Geld verloren, weil eben der Wert von meinem NFT um 90% zurückgegangen ist und eben auch Ether sich halbiert hat. Aber NFT war natürlich, wenn man die richtigen Projekte erwischt hat, die beste Asset-Klasse überhaupt. Aber auch wenn man sich sagt, Mensch, NFT finde ich ganz cool, aber ich traue mir nicht zu, die richtigen NFTs auszuwählen, dann kann man aus meiner Sicht immer noch in Ethereum investieren, weil Ethereum ja auch ganz stark vom NFT-Boom profitiert. Kommen wir zum Ende und zur Zusammenfassung der heutigen Folge. Die Frage ist ja, sind Aktien langweilig? Und aus meiner Sicht, ja, sind tatsächlich langweilig. Ich bin natürlich nach wie vor großer Fan von Companies wie Apple und Google und Microsoft. Und ich verfolge natürlich, was diese Companies so machen. Aber ich finde, als Aktionär ist es relativ langweilig, weil es da eben nicht so die großen Bewegungen gibt. Ist ja auch okay, ne? Dafür sind es ja eben auch Blue Chips. Aber ich finde, es gehört keine besondere Kreativität dazu, jetzt in Apple zu investieren. Das kauft man und man lässt es eben liegen. Aber ich finde, man lernt nicht so unbedingt wahnsinnig viel, wenn man jetzt eben in diese Blue-Chip-Tech-Aktien investiert. Was anderes ist natürlich, wenn ihr euch jetzt auf die Suche nach irgendwelchen Tech-IPOs macht, dann müsst ihr natürlich schon ein ziemlich gutes Näschen haben und auch verstehen, was diese Companies machen. Aber einfach so in Tech investieren, finde ich eben nicht mehr so spannend, im Gegensatz zu Krypto. Und da eben die Frage, sollte man jetzt all in und Krypto gehen? Also für die meisten Leute nein, weil die meisten Leute gar nicht die Zeit haben, um sich genug damit zu beschäftigen. Ich glaube, wenn man wenig Zeit hat, dann ist es total perfekt, in sowas wie Apple zu investieren, weil die Aktie trotzdem jedes Jahr um 20%, 30%, 40% steigen wird und man eben nicht besonders viel Brainpower da investieren muss in so ein Investment. Und bei Krypto, da kann natürlich schon viel schief gehen. Da haben natürlich viele Coins eine extrem starke Volatilität. Und gerade im Bereich NFTs gibt es natürlich riesige Chancen, aber da kann es natürlich auch NFTs geben, die einfach auf Null gehen. Sogar bei der Mehrheit ist es eben der Fall. Von daher würde ich sagen, die meisten Leute sollten nicht all in on Krypto gehen. Aber ich glaube, Leute, die sich halt wirklich mit dem Space beschäftigen, investieren wahrscheinlich automatisch schon extrem stark in Krypto und wahrscheinlich auch in NFT und auch in DeFi. Und ich glaube, einer der Vorteile davon ist halt tatsächlich, dass es halt einerseits einen riesigen Return geben kann, wenn man es gut macht, wenn man natürlich auch Glück hat. Aber vor allem lernt man dann eben auch, wenn man sich eben mit solchen Konzepten wie NFTs und Decentralized Finance auseinandersetzen muss, sich Gedanken darüber machen muss, ob Solana jetzt die bessere Smart Contract Blockchain ist im Vergleich zu Cardano oder sogar Ethereum. Und da ich ja wirklich daran glaube, dass dieses Web3 wirklich so unsere Zukunft ist, glaube ich, macht das eben total viel Sinn, sowohl aus Investment- und Return-Gesichtsgründen, aber auch aus der Learning-Perspektive, ganz stark in diesen Bereich Krypto und Web3 eben reinzugehen.
Aber an der Stelle würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Seid ihr nach wie vor stark in Aktien investiert oder auch schon all in on Krypto und NFTs? Und wenn ihr darüber diskutieren wollt, dann am besten im Discord. Der Discord ist jetzt ja gerade mal eine Woche alt, schon über 650 Leute mit drin. Super spannende Diskussion. Für jedes Thema gibt es da eben einen Experten und man tauscht sich da wirklich gut drüber aus. Tretet auf jeden Fall dem Discord bei, discord.trends.fm. Und dort gibt es eben verschiedene Sektionen, einmal für NFTs, aber auch für Bitcoin, für Ethereum, aber auch Tesla-Stock, Apple-Aktien und Amazon-Aktien. Und dort können wir uns alle gemeinsam darüber beschweren, warum die Amazon-Aktie so schlecht performt. Also, ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.